Liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode zu Transport FIFA 2. Ich habe ein bisschen Schwimmbau betrieben. Eigentlich wollte ich das wollte ich das aufzeichnen, wie ich es gemacht habe, aber die Aufnahme ist meh. Aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Also hier am Depot von der Mariazellerbahn habe ich ein bisschen weitergearbeitet. Ich habe hier ja, so ein kleines Ausstellungsgleis gemacht mit einem Triebwagen der Zillertalbahn. Habe mir noch ein paar Assets besorgt aus dem Steam Workshop. Habe das hier mal ein bisschen dekoriert, da mit einem alten Wasserkran, den sie vielleicht abgebaut haben und hier wieder hingestellt haben. Ich habe ein paar Loks hingestellt, auch dank eines Mods. Ich meine, das passt ganz gut. Und das ist natürlich alles für 760 mm ausgelegt. Ich habe hier noch einige Assets hingebaut, habe noch kleine Tafeln hingebaut, habe den Parkplatz mal schöner gemacht und auch hier wieder Assets. Plus hier einen kleinen Lokschuppen, den ich eigentlich für die Dampfloks nutzen wollte. Und das stellen wir uns mal vor, das wäre auch so. Da mit einer kleinen Bekohlungsanlage. Und aktuell stehen da zwei Triebwagen in der ÖBB drin, auch entsprechend dekoriert. Hier nochmal ein bisschen Zeugs hingestellt, damit es hier nicht so nackt aussieht. Ja, das mal zu dem. Dann habe ich ein kleines Industriedenkmal hier hingebaut. Ich dachte mir, der Fabrikverkäufer hat sich vielleicht, ja, da so ein ICE geholt, einen Triebkopf mit einem Wagen, alles eingezäunt. Und habe hier das auch entsprechend abgeschlossen, damit es gut aussieht. Und jetzt steht er da als Ausstellungsstück. Auch mit der 1958 eigentlich noch gar nicht da, aber glaube ich zumindest. Dann Mariazell. Die bekommen jetzt auch Benzin. Ich habe einfach hier zwei Linien gemacht, also eine von da nach da, von da nach da. Also für die Zeit modernen LKWs, das sind hier so diese Mercedes-Trucks von 80 und haben eine Kapazität von 35. Das ist doch einiges. Und die machen eigentlich ganz gut voran. So, was ich jetzt machen möchte, ist den ÖPNV hier in Painswick komplett umzubauen. Es ist mir ein bisschen zu großes Wirrwarr, wie hier die Linien sind. Und ich möchte hier den Trambahnhof austauschen gegen was Größeres. Ich glaube, der ist einfach zu klein für das, was hier noch kommen wird. Das heißt, erster Schritt wird sein, wir werden hier alle Linien löschen und dann alles neu machen. Von der Pike auf. Sprich, Linie 1. Also wir müssen erst die Fahrzeuge entfernen. Alles weg. Alles weg. Und auch hier. Und löschen dann die Linien. Und was ich dann gern tue, ist, ich lösche mir die ganzen Haltestellen. Und setze sie dann nach Gefühl nochmal neu. Gehört auch die da unten. Und, naja, das lassen wir da oben. Und während das hier mit der Straße wieder verbinden. Ich weiß gar nicht, warum er sich jetzt beschwert. Mal das hier. Lassen wir mal auf automatisch. Ja, gehen wir immer mal Tramgleis hier. Okay. Und die Warnung ist jetzt Postbus. Oh, stimmt ja. Wir haben ja hier diese Postbuslinie. Wisst ihr was? Die werden wir redirecten, dass die da hier runterfahren. Und dann bauen wir jetzt das hier mal neu. So, Gebäude, schauen wir mal. Ich dachte mir, wir nehmen das hier. Beides. Und wir schauen, dass wir es auch richtig hin tun. In Parallel. Schauen wir mal, ob das von der Höhe her passt. Es könnte niedriger sein.
Ja, wir waren jetzt nochmal neu und niedriger. Ach, interessant. Wenn ich da näher komme, dann wird es automatisch höher machen. Ist doch doof. Was ist, wenn wir das hier drehen? Kriegt er einen Anschluss hin? Nee. Okay, dann müssen wir eventuell mit der Terrainanpassung arbeiten. Sieht jetzt aber... Es sieht nicht so geil aus, muss ich sagen. Wir haben zwar hier den Anschluss, wir können da drüber gehen, aber das gefällt mir schon nicht, dass das so ein Absatz ist. Okay. Wie könnte man das umgehen? Machen wir doch mal hier so eine Straße hin. Beziehungsweise geht es noch schmaler. Kleine Straße. Vielleicht, wenn wir es ein bisschen näher rankriegen. Und wenn wir jetzt hier das ranmachen, geht es. Ist vermutlich zu weit unten, oder? Ja, wir müssen einen Tick nach oben. Das ist die Frage, ob ich das jetzt hier so hinkriege. Lässt er mich nicht machen? Geht er gar nicht mehr nach oben. Kann ich jetzt die Höhe nicht mehr verändern? Sobald er da ran snappen will, geht er nach unten. Ja, ich würde sagen, das ist fair enough vom Anschluss da. Da ist halt unten, aber das passt für mich. Und die sind jetzt hier angeschlossen. Sie können hier direkt gehen oder... Ja, spieltechnisch gehen es dann natürlich da so rüber. Okay. Dann kümmern wir uns um den Straßenanschluss. Ja, ein bisschen Frame Drops da. Das ist jetzt vierspurig. Jetzt passt auch das hier nicht mehr. Wir werden das so machen. Ah, ne, bitte nicht abreißen. So. Und ab hier zweispurig wieder weiter. Und dann hier die Kurve rein. Das gleiche werden wir auch hier machen. Also hier vierspurig und da könnte man jetzt hier das einmal so machen. Und vom gleichen Punkt. Das ist gar nicht mehr so doof. Da geht es dann von ja einspurig dann auf zweispurig. Also vier dann insgesamt. Wenn wir das Ganze hier noch glätten. Und damit die Postbuslinie da oben glücklich ist, statt der 5,
fährst du hier nach unten. So, na, das macht jetzt irgendwie auch weniger Sinn. Weil die da ja nicht wenden können. Aber wir können uns einen Wegpunkt machen. Sie hier da. Dann fährt sie nach der 5 hier hin. Dann fahren sie da sauber durch. Okay, dann brauchen wir auch die eine Haltestelle nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen nach wie vor eine Expressverbindung von da nach da, dass die zwei Bahnhöfe miteinander verbunden sind. Und dann halt noch mal eine City-Linie machen und meine Rundlinie, aber halt ist schöner. Sprich, hier nach da. Das ist dann irgendwie der Painswick Bahnhofs Shuttle. Und für die Stadtlinie, wir nehmen den da. Müssen wir mal schauen, zum ersten Mal anhalten. Sagen hier, da war die Station eh schon. Ich würde es wie so eine Außenlinie machen. Das ist wegen die so eine Art Ringlinie da. Sprich, von da. Nach da. Da. Wobei, den müssen wir gar nicht mal hier anhalten lassen. Doch, es macht schon Sinn, dass wir von der Ringlinie die Leute hier reinkriegen. Dann da. Da. Und die soll jetzt erstmal nur in eine Richtung fahren. Also Painswick Linie 1. Und jetzt braucht man noch irgendwie eine fürs Zentrum. Die fährt dann hier rein. Ich platziere es eigentlich irgendwie gleich wie vorher. Hier so rein. Lass mal die doch mal hier anhalten. Ich werde da rein und wieder runter. Sprich, das war jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt machen wir es im Uhrzeigersinn. Neue Linie. Von da nach da. Da. Bleibt aber oben nicht stehen. Oder? Na komm, noch muss ja auch da oben stehen. Da. Noch da. Sieht es richtig aus? Ich glaube, das sieht richtig aus. Und fährt dann hier wieder rein. Wie Linie 2. Aber da sehe ich Sachen, die mir nicht gefallen. Nämlich, wenn die dann hier reinfährt. Wir brauchen hier noch einen Wegpunkt, weil ich will nicht, dass die da unten wenden. Den müssten wir hier hinbauen. Das wäre nach der 2 Haltestelle hinzufügen. So. Und die Schwarze macht das genauso. Aber jetzt im. Aber die dürfte das eigentlich gar nicht machen, wenn sie es im Uhrzeigersinn macht. Du musst es einfach nur unten halten. Gehen jetzt mal auf 6. Warum will sie da wieder rausfahren? Ah. Nee, es macht Sinn, wenn die oben stehen bleibt, wenn die da von da reinfährt.
mal kurz auf die 1. Von der 1. Ja, der Bahnhof ist jetzt ein bisschen blöd. Wenn ihr dann hier... Warte, ich muss gerade überlegen. Ja, eigentlich müsst ihr wenden. Okay, wir brauchen noch einen Wegpunkt. Das soll hier weiterfahren, nach da oben. Die 1 und dann... So. Okay, dann müssen wir es jetzt aber doch hier wieder nach unten schicken. Ja, jetzt sieht es richtig aus. Das sieht nicht richtig aus. Ach so, nee, okay, die machen hier einen Spurwechsel, deswegen sieht es jetzt gerade hier so schräg aus. Okay, gut. Dann ist ein bisschen logischer für mich. Von den Trams her. Für den Bahnhofs-Shuttle würde ich gern auf Kapazität gehen. So. Da haben wir nach wie vor nicht viel. Wir könnten mal das Spiel laufen lassen. Aber eben, dann kriegen wir dann mal wieder neue Sachen. Doppelstock, der kann 16. Du kannst 19. Also das ist hier die Güterding. 26. Hier die große kann 35. Und er mit 3 kann 45. Und dann schicken wir da mal 4 auf die Strecke. Kann ich die eigentlich einfärben? Braun. Das geht. Der dritte Bahnhofs-Shuttle. Und uns fehlen Tramgleise. Oh, wir haben hier. Ja, okay, das macht Sinn. Aber ansonsten für den Bahnhofs-Shuttle. Ist vielleicht hier noch rein. Okay. Also, wie sehen die Kollegen aus? Lass mal rausfahren. Sieht ja gar nicht mal so doof aus. Haben die keinen Sound mehr? Jetzt, weil ich sie umgefärbt habe? Komisch. So, jetzt sind aber hier noch welche drin. Bitte auf den Bahnhofs-Shuttle. So, oder und bei den anderen würde ich mal auf die Geschwindigkeit gehen. Höchstgeschwindigkeit. Was hat ihr Kollegen da? 25, okay, dann schicken wir da mal 6 auf die Linie 1. Und die haben jetzt auch das Problem mit der mit den Stromversorgung. Hier will ich rein. Warum habt ihr Probleme? Achso, ja, hier nicht angeschlossen. Hier nicht. Sehe ich gerade noch was Offensichtliches, was nicht passt. Der fährt dann hier so rein. Das sieht auch richtig aus. Ja, probieren wir es nochmal. Linie 1. Immer noch nicht. Wo fehlt denn jetzt was? Es ist alles gemacht. Schau ich mal die Linie 1 nochmal an. Das sind ja nur die Äußern hier. Ja, aber ich sehe es jetzt gerade nicht. Das ist alles da. Das kann höchstens noch sein. Was ist das gewesen?
Ah, nicht Kinder mit der L1. Painspeak L1. Was vielleicht ist. Okay. Dann, das waren jetzt die hier. Ursprungs-Soundausführung gehen wir auch hier mit 6. Hier 2. Was machst jetzt du da Interessantes? Das ist nicht richtig. Das werden wir hier nur verbinden. Das sieht richtig aus. Macht er sonst noch irgendwo eine schräge Drehung? Nö, ich glaube, das ist jetzt so okay. Passt. Aber den Straßenrand, also das müssen wir noch irgendwie anders machen. Das ist alles Einbahnverkehr. Zu Auto. Was ist, wenn wir hier so einen Anschluss machen? Da werden wir aber die Ampeln entfernen. Machen hier noch eine Busspur, dass da keiner auf die Idee kommt reinzufahren. Okay, dann gehen wir in die Verkehrsansicht. Und sagen hier keine Ampel und keine Ampel. Okay, dann haben wir hier eine Fußgängerzone. Die werden wir noch ein bisschen begrünen. Ja, wo ist denn das Zeugs? Und wir könnten auch hier Häuser hinstellen. Connection None. Da bräuchten wir irgendwas Kleineres. Alles zu groß. Alles zu groß. Town Building. Schon mal per se eine Kollision hier. Ist aber Industrie, das gefällt mir nicht so. Da würde ich jetzt gern das trotzdem bauen anklicken können. Ich versuche mal was. Wir werden das mal. Also die haben ja sogar eine Kapazität hier. Machen wir doch mal das so eine Art Reihenhaus. Ja, hier kann das wieder nicht hinbauen. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich begrünen. Wo sind die Bäume da? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Gut, dann hat sie hier den Wald. Wir werden hier ein paar Büsche hinbauen. Ein paar von denen wieder hier entfernen. Ganz schön grün hier. Jetzt würde ich das hier gerne anmalen. Eigentlich, wir hätten hier Terraforming gemacht. Okay. Maltools. Müssen wir das Werkzeug hier kleiner machen? Was haben wir denn hier? Das ist es nicht. Jetzt ein bisschen in das hier. Nö, das ist auch nicht. Auch nicht. Ach, was haben die denn hier? Ah, jetzt habe ich es gefunden. Das ist Asphalt 1. Na komm, speichere schneller. Okay, Asphalt 1 hier. Und das da hinten werden wir wieder grün machen. Wo war es jetzt? Waldboden. Gut, so mit dem Baum-Assets.
Werkzeuggröße, geht's mal auf. Okay, wir brauchen das ohne Kollision. Die Shade. Schwierig, das die zu platzieren da. Ich habe die Lautsprecher noch angehabt. Sollen wir hier noch ein paar Büsche hinstellen? Ach, come on. Mit dem trotzdem bauen haben sie ein bisschen blöd gemacht. Dass man das so schlecht erwischt. Plans. Wie sieht denn das aus? Ach, das ist dann einfach nur so ein bisschen Gras. Okay. Okay, schauen wir mal mit den Assets, was wir hier noch alles hinpflanzen können. Hier habe ich wieder eine Kollision. Da habe ich, glaube ich, nichts Interessantes drin, außer Eisenbahnsachen. Ja, das ist alles raised auf Steine. Ah, wenn man schnell genug ist, dann tut das hinplatzieren. Ich glaube, das war's hier mit den Steinen. Mehr will ich da gar nicht machen. Bus K ist jetzt off. Das passt mir ganz gut. Bei den Hausbesitzer. Mit ihren Autos. Das ist jetzt der Mod, wo ich dann alles Mögliche platzieren kann. Von dem, was ich so installiert habe. Ich habe auch gehabt zu nehmen in der Kollision da. Das ist halt, was bist denn du? Du bist ein kleines Stellwerk. Du bist zwar ein Stellwerk, aber die finde ich auch so irgendwie schön. Nö, das sparen wir uns noch auf. Das ist alles Sachen, was ich nicht brauche. Transportation Assets. Das sind Großindustrien. Da gefällt mir jetzt auch nichts. Auch nichts. Parkplätze, Station Asset. Ah, ihr seid's. Ohne Kollision. Vielleicht irgendwie so Shelter. Das noch ein bisschen höher. Ein bisschen so. Okay, ja, das gefällt. Eine Telefonzelle. Könnten wir eigentlich hier beim Bahnhof irgendwo hinbauen. Okay. Wo bin ich jetzt da im Menü? Das war hier oben, ne? Ich dachte eigentlich, ich hätte das ganze Grünzeugs nochmal ohne Kollision. Bänke. Yeah,
Okay. Das ist auch nichts für da. Zäune würde ich jetzt hier auch keine hinbauen. Kiosk. Marktstand. Ach, das ist wieder alles einzeln. Na, die will ich jetzt aber nicht zusammenklicken hier. Deswegen dauert es scheinbar immer so lang. Und das kann bei mir Stunden dauern, bis ich dann mit irgendwas mal zufrieden bin. So, gehen wir nochmal auf das Grünzeug, weil das ist mir zu wenig grün, weil das Menü ist so unübersichtlich. Wo ist jetzt das Grünzeug hier schon wieder? Da. Zucker, Ahorn, europäisch. Da. Ja, will es halt nicht platzieren. Dark hat Zucker Ahorn, Werkzeug C1. Gut, das ging jetzt wenigstens. Das kleinste bei denen. Na komm, platzier's. Okay, ich geb's auf. Das ist nervig. Und dann ist wenigstens nicht ganz so leer. Mal schauen, was wir dann hier noch hinbauen. Oh, der Game Master ist da. Servus. Schön, dass du es geschafft hast. Geht's gut? Ja, vielleicht. Ich glaube, das mache ich mal offstream. Dann mache ich hier so ein paar Marktstände hin. Dann ist hier nicht so ganz leer. Eigentlich, damit es hier. Ach, das machen wir jetzt noch. Wir machen das hier einheitlich. Upgraden. Nee, das war's nicht. Bau nicht möglich. Warum denn jetzt? Ach, Spiel. Funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Ach doch, das ist das, was ich wollte. Dann haben wir das jetzt hier überall so gepflastert. Besser. Dann passt es zwar mit dem nicht mehr. Aber eben, dann werden wir das hier. Ach komm, jetzt bauen wir mal Eis und Marktstand. Wo sind die jetzt gewesen? Da. Stand. Standet. Oh, da muss man wirklich alles. Oh nee. Ah, besser. Okay, das ist Doll. Immer noch Wagen. Geil. Hat sie auch die guten Dinger da. Tray. Adjustment, dass es da oben reinpasst. Okay. 2,5, 2,4. Gerade, dass ich nicht näher ranzoomen kann. Oh, cool. Haben wir noch 2,1. Ja, gar nicht so schlecht. Tray and stand. Ein bisschen den Dreier hier.
Okay, dann brauchen wir jetzt noch People. Die. Oder Persons. Nehmen wir mal hier. Jeans Hippie. Eine Frau. Mann. Ja, eine Frau. Ja, dann ist hier noch ein bisschen was los, ne? Und Polizisten. Geht auch mal einkaufen. Ein Taxifahrer. Traktorist. Ich glaube, die könnte man da reinstellen. Ja, man sieht es dann eh nicht, aber... Da stellen wir hier mal so einen Tierpfleger rein. Und jetzt glaube ich, bei dem habe ich noch keinen, ne? Das ist ein Fernfahrer. Okay. Was haben wir hier noch? Freizeitmann. Nehmen wir eine Frau hier. Und wir könnten da noch einen zum Telefonieren hinstellen. Den müssen wir mal ein bisschen höher machen. Okay, dann ist jetzt hier ein bisschen was los. Gibt es bei dem Marktstand noch irgendwie mehr Deko? Achso, ich habe die Suche noch drin. Was? Deine Streams-Videos so nice, dass selbst Dream neidisch wird. Ich kenne Dream nicht, aber vielen lieben, lieben Dank. Gib mein Bestes. Beziehungsweise... Versuche ich eigentlich ganz natürlich zu spielen. So wie es halt immer macht. Oh, da gibt es noch ein neues Star Wars. Ah, der schwebt jetzt in der Luft. Machen wir die mal dahin. Vielleicht die wieder so eine Dreiergruppe. Great. Okay, da machen wir das glaube ich das Höchste hier. Ne, dann schwebt's. Nummer 1 runter. Ne, 0,8. Machen wir hier mal 2 von denen da. B3. Sag mal, du hast ja geschrieben, dass du eine Modelleisenbahn hast. Ist das eine große? Ach du Shit, was ist denn das hier? Stellen wir mal hier hin. Stall. Genau, wir machen jetzt hier so einen Abschluss. Wobei ist der Eingang. Ne, dann lassen wir es mal so. Oder so. Okay, dann tun wir das hier nochmal befüllen. 0,8 waren das jetzt. Aber leider nicht so viele Crates da. Schauen aber irgendwie alle gleich aus. Und hier noch ein bisschen was. Wir könnten mal von denen was nehmen. Stranded Tray. Da muss ich mal händisch ein bisschen nachhelfen. So. Passt jetzt zwar nicht ganz rein. Aber dann haben wir hier ein bisschen was anders und dann ist es nicht so wiederholend. Der hat nur 3. Okay, jetzt brauchen wir da People. Persons. Dann haben wir die und Stellenfeger. Stellen wir mal da rein. Zugführer, das passt nicht. Leutnant. Ein Jäger, ja, warum nicht? Der gerade irgendwie Fleisch verkauft oder so. Ähm,
Schwarzbau. Stellen wir auch mal da rein. Lifeguard. Und Farmer, den stellen wir da rein. Okay. Oh, ich habe mir X. Alle möglichen Leute hier hinstellen. Jetzt gerade wiederholend. Nee, nicht wirklich. Ich habe letzten Dezember angefangen. Ich müsste neu starten. Also inwiefern neu starten? Okay. Schatz, es ist dann gleich viel schöner, wenn hier ein bisschen was ist. Anstatt wie nur der Straße hier. Hier könnte man sich überlegen, was wir hier hin machen. Aber ja, damit bin ich jetzt ganz glücklich. Was soll man das jetzt noch machen? Was könnte man denn hier noch hinstellen? Ach ja, stimmt ja. Die LKW ist da. Tipper. Die ganzen Sachen müssen hier irgendwie hinkommen sein. Da bräuchte ich jetzt noch irgendwie einen Parkplatz. Da genau, Parking. Oh, eine Beleuchtung brauchen wir ja auch noch. Das ist... Okay, Beleuchtung machen wir separat. Gut, dass ich es jetzt gerade gesehen habe. Sein Charges, sein Disabled Ticket Machine, Bike Shelter, Barrier Closed. Wir können es hier zumachen. Nice. Das macht Sinn, dass es normalerweise abgesperrt ist. Cool. Aber wo ist jetzt das Carparkersitz? Da ist es. Okay. Kammer 2. Nee, das will ich. Weißer längliche Parkplätze. Ja genau, wir machen hier längliche Parkplätze. Es ist zu viel. Nee, das ist doof. Space Engel. Nee. Cupside. Was ist, wenn wir das hier auf 2 machen? Ah. Warum sind denn das jetzt so viele? 2, 3, 4, 5. 5 so Parkplätze hier. Concrete. Nein. Ah, genau, dann haben wir hier so Einstellplätze. Okay, dann machen wir jetzt noch Cars. Cars Collision Off. Das lag halt mit einem Oldtimer. Hier noch einen Parkplatz, aber jetzt will ich trotzdem noch einen LKW. Das ist dann hier in der Truck drin. Den stellen wir mal. Ich habe das Gefühl, das passt von der Größe nicht ganz. Da steht hier noch einer. Dann nehmen wir noch so einen. Hat sich einfach mal hier so hingestellt. Cool. Passt. Mal lesen. Nee, will ich am letzten jetzt. Ah, genau. Die Gleise waren so eingerostet, dass man sie nicht mehr nutzen konnte. Die Loks wollten nach der Weile auch nicht mehr.
zu voll der Parkplatz. Die man in der blauen weg. Hast recht. Hör mal. Machen wir es vielleicht zu. Was meinst du besser? Aber wir haben zweimal das gleiche Auto, sehe ich gerade. Ja, wir könnten jetzt eigentlich hier noch einen LKW hinstellen. So einen vielleicht. Der nicht richtig parken kann. Dann können wir das hier wegmachen. Besser. Okay. Ja, auf den Timer schauen. 45 Minuten schon. Gut. Also, liebe Leute, damit geht es erstmal ins Episodenende. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Also, bis gleich.